Hallo zusammen, Markus Kehl und das heutige Thema Zwangsversteigerung. Was ist das? Was muss man beachten? Wir sind gerade in einem Immobilienwandel, einer Veränderung. Da höre ich immer öfters das Wort Zwangsversteigerung. Und da ich persönliche Erfahrungen von mir privat habe, von Kunden habe, wollte ich euch gerne ein paar Tipps und Tricks berichten. Ein kurzer Auszug zum Thema Zwangsversteigerung. Einfach ein paar wichtige Schritte vielleicht, die du beachten solltest. Ganz wichtig am Anfang, Portale und Termine raussuchen. Da gibt es Portale, die kosten Geld. Da gibt es aber auch Portale, die kosten nichts. Und das Thema, dafür braucht man eigentlich nicht bezahlen, ne? Wenn du wissen möchtest, wie, wo, was, helfe ich dir gerne weiter. Dementsprechend, wenn du das Portal gefunden hast, dir den Termin raussuchen mit deiner Wunschimmobilie. Wichtig, schreib dir den Termin auf. Wie oft habe ich das gehabt? Mensch, Termin vergessen, habe ich mir nicht aufgeschrieben, kam was anderes dazwischen und die Immobilie war weg. Also aufschreiben. Als zweiten Punkt, wenn du dir eine Immobilie gefunden hast, schau dir das Gutachten an. Wichtig beim Gutachten, was man wissen muss, dieses Gutachten kann 1, 2, 3 Jahre alt sein. Warum? Bis eine Bank dem Eigentümer die Immobilie verpfänden darf oder zwangsversteigern darf, kann es sein, dass die 1, 2, 3 Jahre klagen, weil ja die Bank gewisse Rechtsschritte einhalten muss. Wir leben im Rechtsstaat und deshalb kann das Gutachten auch dementsprechend einige Jahre alt sein. Dementsprechend schauen, vielleicht persönlich auch mal hinfahren zu dieser Immobilie. Wie ist der aktuelle Iststand? Auch beachten, ja? So, wenn du dir die Immobilie angeschaut hast, sagst, genau das ist meine Kapitalanlage, das ist mein Traumhaus, meine Wunschimmobilie, solltest du dir vorher einen Finanzrahmen abstecken, kannst du dir das überhaupt leisten? Wie machst du das? Du kannst zu deiner Hausbank gehen, die haben das nicht so gerne, wenn man das macht, weil die haben ja sozusagen kein Objekt, das jetzt dir schon gehört und deshalb ist es für die einfach eine unnötige Arbeit, so sehen es viele, das habe ich von vielen Kunden schon gehört. Oder du gehst zu freien Finanzberatern, das machen wir. Wir stecken mit dir deinen Rahmen ab, sagen dir, von bis kannst du dir was anschauen. Und wir können auch einfach Beispielimmobilien nehmen. Und das ist einfach für dich eine Sicherheit, okay, von bis kann ich gehen. Vorteil jetzt bei den freien Beratern, wie es wir sind, wir vergleichen aus über 600 Banken. Das heißt, es gibt Banken, die lieben Zwangsversteigerung. Es gibt auch Banken, die sagen, wollen wir gar nicht. Also, wie gesagt, da kannst du da dich gerne an uns wenden und wir helfen da dir Schritt für Schritt. Wenn du deinen Finanzrahmen hast, 10% Sicherheit. Es gibt Gerichte, die sagen, wir würden es gerne vorher überwiesen haben. Es gibt Gerichte, die sagen, mach das anders bei Einzahlungen etc. Die meisten Gerichte arbeiten mit Schecks, also es muss ein bankbestätigter Scheck sein, ganz wichtig. Also wenn du zu deiner Hausbank gehst und sagst, ich brauche einen Scheck, sag dem bitte auch Zwangsversteigerung. Bankbestätigt, da kann 20, 30, 40, 50 Euro kosten, je nach Bank. Und wenn du das nicht ersteigert hast, kannst du den wieder zurückbringen, dann wird das Geld wieder eingezahlt. Den Scheck auch nicht verlieren, weil wenn er verloren ist, ist dein Geld auch weg. Deshalb, wie gesagt, wichtig, bankbestätigter Scheck. Erst dann darfst du mitbieten. Ich war schon bei sehr vielen Zwangsversteigerungen und da habe ich Spezialisten gehabt, die haben das vorher nicht gewusst, sind dann hin, Hand hoch, ich biete, ja, wo ist die Sicherheit, habe ich nicht gewusst. Ätschebätsch, auf Wiedersehen. Also wirklich, wenn du dich dementsprechend richtig vorbereitest, kann das alles sehr gut funktionieren. Bei Fragen bitte immer an uns wenden. Und wichtig, als Punkt 5, Grenze setzen. Du schaust dir eine Immobilie an, musst dir wirklich selber eine Grenze setzen. Du kannst ein paar Prozent drüber gehen vielleicht oder ein paar tausend Euro. Aber ganz, ganz wichtig, ich habe schon diese Fälle gesehen, dass man ist in einem gewissen Rausch drin. Es sind sehr viele Leute in diesem Gerichtsgebäude oder in einer Halle. Es gab schon auch Hallen. Und dann fangen Leute an, sich gegenseitig hochzubieten. Das kennt man von eBay und Co. Und man ist im Rausch, man vergisst, ist das überhaupt wert? Ist es kein Wert, diese Immobilie? Und dementsprechend kann man wirklich so sehr, sehr schnell auf die Nase fallen, weil das ist ein Gericht. Du hast es gekauft danach, du kriegst den Zuschlag, das Ganze geht ungefähr eine halbe Stunde. Bei sehr vielen Interessenten kann das auch mal länger gehen. Aber wenn du dann den Zuschlag bekommen hast, per Gerichtsbeschluss, ist das der Gerichtsbeschluss. Und die Immobilie gehört dann dementsprechend dir, wenn dieser gewisse Wert erreicht wurde. Dann muss es auch schnell gehen. Du hast nur 2, 3 Wochen Zeit, dass die Finanzierung steht, dass die Auszahlung
stattfindet, da dir dann das Gericht sonst sehr hohe Rechnungen stellt für die Verzugszinsen. Also, Thema Zwangsversteigerung. Stell dich jetzt auf. Es kann bald sein, dass einige sich die Immobilie nicht mehr leisten können, was sehr traurig ist. Aber wenn du auf der Suche bist nach Immobilien, nach Kapitalanlagen und sagst, das ist eigentlich genau das, was mir passen würde, stell dich jetzt auf, wende dich an uns, wir helfen dir Schritt für Schritt, wir bauen das System mit dir aus, sei es Zwangsversteigerung. Es gibt auch viele andere Wege, wie man sich dementsprechend einen Immobilienbestand aufbauen kann. Seit 2009 arbeite ich selber mit Immobilien und mache es privat, mache es beruflich hier. Wir haben ein Team, das hilft dir im Bereich Finanzierung, das hilft dir im Bereich, wie renoviere ich die Immobilie, wie kaufe ich die Immobilie, was mache ich davor, was mache ich danach. Also, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like von deiner Seite freuen. Und es werden sehr viele Videos, denke ich mal, folgen, die für dich genauso interessant sind. Deshalb freut es mich, bald von dir zu hören. Dein Markus Kehl und bis bald. Danke.